Wie verabschieden sich Fotografen voneinander, wenn sie sich nicht mehr sehen können oder dem anderen einen guten Weg wünschen? Sie sagen, gut Licht. Habe ich gehört, habe ich noch nie gemacht, habe auch nie jemand gehört, der das gemacht hat, aber angeblich ist es so. Also Fotografen, gut Licht. So, jedenfalls, wenn das Wetter schön ist, ist das Licht schön. Im Herbst ist es meistens doof. Heute ist das Wetter super, das heißt, draußen scheint die Sonne. Ich habe ein großes Fenster, das Licht kommt hier schön rein, gefiltert durch eine wunderbare transparente Gardine. Also habe ich eine Monster-Softbox, die mich hier erhält und ich muss keinen Stecker in die Steckdose stecken. So, ja, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie wir fotografieren können im Herbst, wenn das Wetter nicht so dolle ist und wir das Gefühl haben, es ist alles grau und matschig und was für Tipps gibt es dann trotzdem rauszugehen zum Knipsen und haben dann ganzen Livestream drüber verbracht. Und der ist hier oben irgendwo verlinkt, links oder rechts, kann ich mir nicht merken, aber ihr werdet schon sehen, der Balken, der da reinkommt, mit dem Text drauf, da müsst ihr draufklicken, dann kommt ihr zum Livestream-Aufzeichnung zum Thema Fotografieren im Herbst. So, es gibt aber auch weitere Sachen, die ich im Herbst gerne mache, wenn ich fotografieren möchte und das Gefühl habe, ne, wird nix, da habe ich keinen Bock, bei dem Wetter gehe ich nicht raus, egal was mir da für Tipps gegeben werden, ich brauche eine andere Art der fotografischen Beschäftigung und eine dieser Beschäftigungen ist das Herstellen von Zines. Zines sind so kleine Heftchen und das ist eine wunderbare Beschäftigung für den Herbst, denn jetzt im Herbst ist es einfach so, dass man ja einfach sich vielleicht auch mal den Sachen widmet, die man schon gemacht hat. Und das alte Portfolio, was man einfach so gesammelt hat, man hat ja unglaublich viele Bilder, die rumliegen irgendwo auf irgendwelchen, früher ich gesagt, Disketten. Ja, Diskettenkinder kennt ihr nicht, braucht ihr nicht drüber nachzudenken, gibt es nicht mehr. Auf der Festplatte irgendwo oder im Ordner, wenn es negative sind oder auf der Kamera noch irgendwo gespeichert oder der Film ist noch nicht entwickelt oder wie auch immer. Man hat jeweils unglaublich viele Bilder im Laufe des Jahres gemacht und hat die dann irgendwo rumliegen und sagt so, vielleicht kann ich ja damit was machen. Ich habe festgestellt, guck mal, da sind ja Themen dabei, die sich da, so Cluster von Bildern, die sich da herauskristallisieren. Und habe mir das länger angeguckt und versucht, da so ein paar Bilder zusammenzuschieben in einen extra Ordner und dann wieder ausgepackt und in einen anderen Ordner geschoben und überlegt, was für Themen stecken da eigentlich quasi da drüber. Und habe meine eigene fotografische Sammlung ganz anders nochmal entdeckt, als ich das vorher erwartet habe. Und habe dabei festgestellt, es gibt so ein paar Blöcke, die sich hervorragend eignen, um da kleine Zines draus zu machen. Und habe schon jetzt ein paar verschiedene Pakete da so liegen und überlege, wie ich die umsetze technisch. Und habe jetzt zwei neue Zines auf den Markt gebracht, die sich an einer relativ einfachen Idee festhalten. Das eine ist die Zahl 2 und das andere die Zahl 1. Also klingt ein bisschen banal, aber beim Thema 2 gibt es ganz viele Assoziationen. Paare, Doppelbelichtung, Sachen, die zusammengehören, zwei gleiche Dinge, Beziehungen zwischen zwei Sachen, Liebespaar, all solche Sachen, da gibt es ganz viele Assoziationen und da habe ich ein kleines Zine zu gemacht, das sieht folgendermaßen aus, so sieht das aus, heißt 2, weil das Ding ist halt auch ein bisschen für den englischen Markt mitgemacht, es gibt tatsächlich Leute im Ausland, die Sachen bestellen, mein erstes Heftchen ging jetzt nach Texas, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, also Schweden hatte ich schon, aber Texas ist jetzt mal richtig weite Welt, das ist cool und deswegen sind die Sachen auch auf Englisch, so ein bisschen, falls ihr euch wundert, warum ich das hier teilweise auf Englisch mache, hier ist im Prinzip das kleine Heftchen aus so einem A7 Heft, gefaltetes A4-Blatt und geschnitten, damit das Ganze dann am Ende so ein kleines Heftchen ergibt, ein bisschen dickeres Papier und das Thema 2 ist vorne abgebildet mit diesen beiden kleinen Stühlen. Ich versuche das mal hier scharf zu stellen, das sind diese beiden Stühle, die ich auf Bornholm entdeckt habe. Das war so der Aufhänger, das habe ich gesehen, dachte, das ist doch ein schönes Thema. Diese beiden leeren Stühle, habe ich mir überlegt, was für ein Paar hat da wohl gesessen, wer hat die da hingestellt, wer wohnt da eigentlich, welches Haus war auf der anderen Straßenseite. Ich weiß noch genau, es war so ein kleiner Steg raus ins Wasser, da standen diese beiden Stühle, eine ganz schmale Straße, so eine Spur nur und auf der anderen Seite waren so ein paar Häuser und irgendjemand von denen, der da wohnt, hat dann diese beiden Stühle vorne auf den Steg gestellt und hat mir so vorgestellt, wie das so ist, ob man da mit so einer Kaffeetasse und seiner Liebsten sitzt und aufs Meer guckt und ob das ein älteres Ehepaar vielleicht ist, ob das jüngere Leute sind, ob die vielleicht Familie haben oder nur die beiden sind. Das sind all solche Gedanken, die dann gekommen sind bei dem Bild, Blick auf dieses Bild. Und habe ich gesagt, das Thema 2 ist doch total klasse, lass uns darüber nachdenken. Und habe dann gesagt, ich mache da ein kleines Heftchen von. Das Ding gibt es nur 10-mal, das Ding ist nummeriert. Hier oben in dem O habe ich gesagt, da kommt jetzt immer die Nummerierung rein. 6 von 10 ist dieses Ding jetzt zum Beispiel. Und das Ding hat auch eine kleine Signatur mit drin. Auch das gehört bisher mit dazu. Und ich habe eine weitere Kleinigkeit gemacht, nämlich hier oben drauf diesen kleinen Streifen zu kleben. Das ist ein wunderbarer Labelmaker. Ich zeige euch mal, wie das geht. Das ist hier so ein Drehrad. So kann man den Buchstaben einstellen. Und mal so. H, A, na, L, L. So, hier unten ist dieser Griff, den drückt man immer rein und dann kann man hier vorne das Ding rausziehen und hat dann hier so ein schönes Label und das kann man abschneiden, abholen und aufkleben. So, das ist
cooles Teil. Gab es auf dem Flohmarkt für ein Apple und Ei. Und da habe ich jetzt überall diese kleinen Schriftzüge drauf gemacht. Diese Shot on Film ist quasi diese Serie. Und das finde ich ganz cool, weil es gibt noch so ein haptisches Element, nicht nur zum Angucken und an Durchblättern, sondern auch zum Anfassen. Das Ganze ist quasi durchgestanzt in dieses Plastik, dieses schwarze Plastik und hat dadurch nochmal eine andere Ebene quasi mit beigesteuert. So, dann ist mein schönes Logo drauf und hier drin sind halt ein paar Bilder. Ich zeige euch mal so eine Seite zur Auswahl. Hier ist quasi eine Nachtaufnahme mit einer Holger gemacht in Berlin. Eine Statue von einem Engel mit einem gefallenen Engel im Arm. Fand ich eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Dieses kleine Foto ist eines meiner ersten Nachtfotos, die ich gemacht habe hier in Berlin. Das war noch richtig Winter, da hat Schnee gelegen und so. Und dieses Bild doppelt, da sind zwei Personen, die laufen nebeneinander her. Und es gibt eine Straßenlaterne mit zwei Leuchtpunkten hier oben. Und das ist sozusagen, deswegen ist das Thema 2 an der Stelle noch ganz besonders herausgearbeitet. Hier unten ein bisschen ein kleiner Scherz dabei, eine Parkuhr aus Coney Island, auch mit zwei so Dingern. Und das hat mir große Freude gemacht, das da mit reinzuschmuggeln in dieses kleine Heftchen zum Thema 2. Wenn ihr es haben wollt, gibt es einen Link zum Etsy-Store, da könnt ihr mal gucken, was ihr da noch entdecken könnt, ob es euch gefällt. Sind nicht so teuer, vielleicht habt ihr Spaß dran. Vielleicht sind sie auch schon ausverkauft, wer weiß. Wenn ihr dieses Filmchen seht, kann das sein, dass es dieses Heft 2 gar nicht mehr gibt. Das gleiche habe ich nochmal gemacht mit der Nummer 1, also 1. Hier habe ich mit Spaß gemacht, dass die erste Seite in Farbe ist. Das ist schon als Serie gedacht, 1 und 2. Und die Nummer 1 dreht sich eher so ein bisschen darum, um die Einsamkeit von Menschen, von alleinstehenden Personen. Das heißt, nicht nur Einsamkeit, sondern auch alleine sein. Weil das ist so ein bisschen nicht immer synonym. Manchmal ist man gerne alleine, manchmal ist es ganz furchtbar, einsam zu sein. Und da ist eine Spannung drin zwischen diesen verschiedenen Arten, für sich selbst zu sein. Und das dachte ich, wäre ein schönes Thema. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ich gefunden habe bei mir im Archiv, die mir ganz gut gefallen haben zu dem Thema. Das erste ist so ein bisschen Späßle hier aus Coney Island. Das Bild habe ich im Winter geschossen. Dieser nette ältere Herr mit seiner Mütze läuft vorbei an diesem großen Grinsebild. Das ist ein hübscher Kontrast und das Bild ist in Farbe anstatt nur schwarz-weiß. Und da habe ich ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt, was eigentlich heißt, alleine zu sein. Da fiel mir der musikalische Begriff Mono ein und habe mir dann gesagt, diese beiden Bilder hier beschreiben so ein bisschen, wie das ist, wenn ein Herz in Mono schlägt und nicht in Stereo, also zwei Herzen, sondern vielleicht nur eins. Und da gibt es ein paar weitere Bilder drin. Und auch Nachtaufnahmen, ein bisschen was aus New York, ein bisschen was aus Berlin, aus Potsdam, aus Hamburg. Und der Untertitel dieses Heftchens heißt Lonely Old Man, a Pigeon and a Dog. Das heißt, ihr werdet euch nicht weiter verwundert sein, dass ein Hund drin vorkommt und eine Taube. Und diese beiden habe ich jetzt bei mir in meinen Etsy-Store gestellt. Und ich zeige euch die so ein bisschen zum einen, weil ich mich natürlich freue, wenn ihr die haben wollt. Gar keine Frage, ein bisschen Werbung angesagt, ist ja auch erlaubt. Aber in Wahrheit sind sie gedacht, um euch ein bisschen Ideen zu geben, wie man mit den eigenen Bildern, die man so rumliegen hat, umgehen kann. Die Art und Weise, wie man sie mit Leuten teilen kann, wie der Gedankenprozess ein bisschen dahinter ist und wie der Kreativprozess ist, da aus diesen Einzelbildern was zu machen, was zur Serie wird. Weil häufig haben wir viele tolle Einzelbilder, aber der Gedanke der Serie wird ganz häufig nicht verfolgt, weil man die Bilder so schießt, zur Seite packt, sich dann freut und dann kommen die nächsten dran und man gar nicht so richtig darüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, eine Serie zu schießen. Bilder, die zusammengehören, die eine gemeinsame Geschichte erzählen. Und entweder sagt man, ich fotografiere jetzt gezielt eine Serie oder ich fotografiere weiter wie immer, packe die alle zur Seite und mache dann nachträglich eine Schatzsuche in meinem eigenen Archiv und versuche Sachen zu finden, die irgendwie zusammenpassen, miteinander korrespondieren, sich gegenseitig ergänzen, einen Kontrast zueinander herstellen. Und versuch mal so Oberthemen zu finden, die diese Bildergruppen dann beschreiben. Und in diesem Fall bei mir war es halt Thema 1 und 2. Ich freue mich, wenn ihr meine Sachen toll findet, aber viel schöner finde ich es, wenn ihr sagt, da mache ich was mit, da habe ich eine Idee, da könnt ihr was Eigenes draus machen. Und die ersten haben mir auch schon signalisiert, dass sie schon am Basteln sind oder am Machen sind. Und der gute Phil hat mir schon sein Heftchen geschenkt. Herzlichen Dank, Phil, dafür. Das war wirklich eine große Freude, dass du mir eins deiner ersten Scenes geschenkt hast. Das war wirklich toll. Und wenn das so läuft, ist das hier auch eine spaßige Veranstaltung. Ich muss sagen, nichts ist cooler, als zu sagen, ich habe ja eine Idee, ich teile die mit euch, wir quatschen ein bisschen drüber. Und irgendeiner sagt, ich habe mich so inspiriert gefühlt, ich mache jetzt was Eigenes draus. Das ist eine tolle Sache, das ist eine große, große Freude und macht diesen ganzen Austausch mit euch nochmal ein Stückchen cooler, als wenn man nur miteinander quatscht und unten dann mal in den Kommentaren was schreibt oder so. Das ist schon geil, wenn da echte Menschen draußen echte Dinge tun, weil sie hier was gesehen haben und da eine Idee im Kopf geboren wurde, die dann irgendwann raus muss. Geil und danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, weiter knipsen, weiter falten und all solche Sachen, ihr wisst schon. Tschüss.
Nachtrag. Abonniert bitte diesen Kanal, falls ihr noch nicht getan habt.